Hallo und herzlich willkommen zu Living in Process vom 23.09.20. Ja, du wirst merken, heute ist der 24. Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe auch das Reading nicht vergessen. Nur ich hatte gestern da gar keine Zeit und gar keine, ja, auch ich hätte auch keine Muße gehabt, um da jetzt tiefer zu schauen. Und daher mache ich das heute hier für dich, das Lebensrad, die Tarotkarten und ja, die Energien, die sich da jetzt zeigen möchten. Mein Name ist die Ruth Sabine Haller und alle Infos zu meinen Readings findest du unten in der Infobox, für dich verlinkt, aufgeschrieben. Und ich möchte jetzt hier gerne mal schauen, was das Lebensrad uns für Impulse mitgibt für diese Zeit, in dieser Zeit der Veränderung, des Umbruchs. Schau mal hier, normalerweise springen die nicht und hier ist schon die Hauptbotschaft gefallen, die Welt. Ja. Ein alter Zyklus geht zu Ende oder ein bestehender Zyklus geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Der Kreis wird rund und wir wechseln ja auch oder haben gewechselt vom Sommer in den Herbst. Die Herbsttag- und Nachtgleiche, auch da ein alter Zyklus. Der Sommer hat geendet und ein neuer beginnt. Der Herbst steht vor der Tür mit seiner Tendenz oder Einladung für dich auch zum Loslassen, zur Ernte, zu schauen, was möchtest du bei dir behalten, was darf gehen, wie darf sich die nächste Zeit zeigen, welche Veränderungen stehen an, all das. Du siehst, ich ziehe hier nebenbei die Karten für die einzelnen Stationen. All das wird sich jetzt hier zeigen für dich, zum Teil manifestieren, sichtbar werden. Und ja, ich möchte jetzt direkt auch schauen, welche Zyklen da beendet werden und welche beginnen dürfen. Und ich habe hier an der Unterseite, schau mal, die Königin der Schwerter. Du hast deinen Platz eingenommen. Du sitzt da und sagst, ja, ich habe meine Entscheidung getroffen, Leben, jetzt komm. So fühlt sich das an. Also wirklich ganz offen, ganz frei, auch ja, in deinen Gedanken, in deinen Entscheidungen, frei aus dem Moment heraus zu entscheiden. So fühlt sich das gerade an, um dann wirklich mit dem, was sich zeigt, den nächsten Schritt zu gehen. Und da dieser Zyklus sich jetzt hier beendet, möchte ich auch mit dem Element Erde wieder beginnen, was für dein Fundament steht, für Abschluss, aber auch für Neugeburt. Und du bist angekommen. Du bist in deinem Selbstwert angekommen. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du blickst auf dein Gold in dir. Und wenn ich da so hinspüre, fühlt sich das auch gerade nochmal so an, dass du so diese Essenz aus deinen Wegen, aus den einzelnen Schritten jetzt für dich viel, viel klarer hast, viel, viel mehr auch griffbereit, wenn du sie dann brauchst, diese Weisheit, dieses Wissen, was da in dir liegt, eben auch um Entscheidungen zu treffen, wenn sie denn dann anstehen. Ich bin gespannt, was die Pflanzen sagen. Das wäre dann der Same, den du neu in die Welt bringen möchtest. Das wäre dein Wachstum und die Mäßigkeit. Deine Ausgeglichenheit,
dein in dir ruhen, wie die Königin der Münzen das hier auch schon sehr kraftvoll mitbringt, also wirklich in dir ruhen, deine Wurzeln kennen, das, was dich nährt, das, was dich wachsen lässt, da aus dem Vollen zu schöpfen. Um vielleicht sogar deine Gedanken, Visionen oder Ideen hier noch kraftvoller ins Leben zu bringen. Das Element Luft. Hoho! Genau, der Magier. Deine Ideen, deine Visionen, dein Platz, dein Handwerkszeug, deine Verbindung zur geistigen Welt, zu Spirit, zum Universum, wie du das für dich nennen möchtest, wo jetzt hier ganz viel neue Energie zu dir fließen darf, wo du ja in dir immer ausgeglichener wirst, um dann in dem Moment, wenn du spürst, es ist an der Zeit, deinen Platz einnimmst, deine Idee verwirklichst oder so weit auf die Erde holst, um sie Schritt für Schritt zu verwirklichen. Die Tiere, die Struktur, die sich dann vielleicht aus deiner Idee bildet, die Familie, die Gemeinschaft, vielleicht auch etwas, was dich unterstützt, was dich aber auf der anderen Seite auch einschränkt oder zurückhalten kann. Ich würde sagen, das, was dich unterstützt, die klare Entscheidung für dich. Die klare Entscheidung, dahin zu schauen und dem Raum zu geben, was ich hier eben aus dir heraus ins Leben bringen möchte. Und was dabei den Funken deiner Leidenschaft entflammt, was da dein Verstand dazu sagt, dein Ego dazu sagt. Der König der Kelche. Wunderbar. Geh nicht nur in ein Element, geh nicht nur ins Feuer, sondern spüre auch hier, dass sich alle Elemente miteinander verbinden. Der König der Kelche beim Element Feuer spricht auch davon, dass Feuer und Wasser sich ausgleichen dürfen in dir. Wir haben hier die Mäßigkeit, den Ausgleich. Und hier oben die Königin der Münzen, das ist Erdenergie, also alle Elemente. Und wir haben auch hier sogar schon das Luftelement zweimal mit der Königin der Schwerter und mit dem Ast der Schwerter. Also wirklich alle Elemente für dich zu nutzen, um eine kraftvolle Entscheidung zu treffen, um dein Bewusstsein zu klären, um deine Verantwortung zu übernehmen. Und da ist das Feuerelement. Der König der Stäbe. Und wenn ich diese vielen Personen hier sehe, kann es auch sein, dass deine Welt jetzt auf der einen Seite sich von einigen Personen trennt, die dir nicht mehr gut tun, die dich nicht mehr nähren. Das kann auch hier diese Entscheidung sein, weil die Tiere sprechen eben von Familie, Gemeinschaft, Struktur. Dass da einige Menschen aus deinem Leben herausgehen, aber im Gegenzug auch hier sehr kraftvolle Persönlichkeiten jetzt in dein Leben kommen möchten. Ich habe ja davon gesprochen, ein alter Zyklus endet, damit ein neuer beginnen kann. Also dieser alte Zyklus ist vollendet und da zeigt sich vielleicht gerade auch, welche Menschen dir nicht mehr dienen, welche Wahrheiten, Weisheiten da dir nicht mehr dienen. Und diese Entscheidungen, die du hier triffst, sind kraftvoll, aber auch sehr liebevoll und sehr klar, möchte ich das mal nennen. Deine Gefühle,
dein Unterbewusstsein das, was hier der König der Kelche schon anzeigt, also dass hier Feuer und Wasser vielleicht manchmal im Kampf sich befinden, aber dennoch miteinander schwingen. Und du bist geduldig mit dir, mit dem, was sich zeigt, mit dem, was du jetzt ernten möchtest. Und ich spüre ja schon die ganze Zeit, dass es hier wirklich auch um diese tiefe Weisheit geht und dass du dich nicht mehr so schnell in alte Muster verstricken lässt, dass du wirklich hier in dir ruhst, dass du deine Gefühle ausbalancieren kannst, dass du mit dem umgehen kannst, was sich da gerade in deinem Leben zeigt und daraufhin eben klare Entscheidungen treffen kannst. Und wenn hier die 7 Münzen ganz oft für Geduld stehen oder für Warten, so ist es jetzt hier so in der Energie, wenn ich da reinspüre, einfach dieses mit dir geduldig sein, auch wenn du mal kurzzeitig nicht weißt, wohin der Weg geht oder welche Schritte jetzt anstehen, dann bist du hier aber bereit, nochmal zu spüren, nach innen zu gehen, dir das anzuschauen, was gerade da ist, um eben auch das herauszupicken, was dich nährt, was dich unterstützt. Ja, ich habe ja jetzt schon gesagt, deinen Platz einzunehmen und wir haben ja hier ordentlich Plätze, die du einnimmst, Energien, die du für dich eingenommen hast, angenommen hast und das Ganze jetzt hier in deinen Ahnenlinien verankern darfst. Der Ritter der Schwerter. Das finde ich jetzt spannend, weil hier nämlich ein Impuls kommt, der wirklich nicht so in sich ruhend ist, sondern drauf lospreschend. Und der Ritter der Schwerter, wenn der auftaucht, kann das eine Herausforderung sein, die dich hier auf dem restlichen Weg noch einmal in deinen Grundfesten erschüttert, der ja vielleicht auch als Hinweis kommt, schau da noch mal tiefer, weil der Ritter der Schwerter hier eben zu diesen 7 Münzen hingaloppiert und zwar in gestrecktem Galopp und vielleicht sogar richtig angriffslustig. Und womöglich gibt es da noch in deinem Leben ein Ahnenthema, wo es da hinzuschauen geht, wo da gilt, wo es da alte Strukturen gibt, alte Meinungen. Wenn du jetzt nicht meiner Meinung bist, dann fliegst du raus aus meinem Leben. Wenn du jetzt nicht meiner Meinung bist oder gegen mich bist, dann muss ich dich bekämpfen. Ich glaube, darum geht es. Und das sind oftmals Ahnenthemen, oftmals auch übernommene Muster und Strukturen, wo du jetzt hinschauen darfst, weil du möchtest dir selbst ja deine eigene Meinung bilden und sie für dich vielleicht behaupten, vielleicht an andere weitergeben, das ist ja alles okay. Doch wenn da hier ein, ich sage jetzt mal, Aufrührer in deinen Ahnenreihen ist oder ein altes Sabotageprogramm, was dann da noch wirkt, dann gilt es tiefer zu schauen, wo das herkommt, warum das da ist und was das macht. Und vielleicht zeigt sich da auch ein innerer Kindanteil, weil das innere Kind ist momentan sehr, sehr präsent, auch in den Beratungen und in den Coachings, die ich gebe. Und ja, vielleicht ist da, weil der Ritter der Schwerter ist ja kein König. Der ist ja, der kämpft ja für den König. Und womöglich zeigt sich da ein Anteil in dir, der glaubt, für den König, für die Königin kämpfen zu müssen,
damit sie hier ihren Platz, seinen Platz einnehmen kann. Und auch die Welt schaut so ein bisschen hier rüber, die Frau auf der Karte, und vielleicht nochmal so die Erinnerung, schau dir dieses alte Muster noch einmal an, was da in dir kämpft, wofür, wogegen, um dann da auch in Frieden zu kommen. Und ich möchte jetzt gerne in der Fortsetzung direkt hier auf diese Situation nochmal schauen, weil ich finde das total spannend. Und dann auch nochmal herauszufinden, wie du da mehr in dein Gleichgewicht kommst. Den Link zur Fortsetzung findest du auch unten in der Infobox. Da freue ich mich, dir gleich wieder zu begegnen. Ja, und ansonsten, schau für dich in deinem Leben, in deinen Situationen, was da hier gerade noch so die Reste eines Kampfes sind. Oder vielleicht ein Kampf, der jetzt gerade heftig an die Oberfläche kommt, um diesen Zyklus jetzt abzuschließen. Alles Liebe zu dir!